So, Folge 2. Abklappern kannst du, du Klappergestell. I guess. Blühendes Eisenzepter. Ja, da wollen sie mich jetzt. Verständlich. Das ist auch ein Weg. Abkürzung vielleicht? Ah! Oh, Jesus Christ. Der Aufzug ist da. Ja, gut, ne? Ich kann jetzt vom Leuchtfeuer aus auch eigentlich umdrehen, beziehungsweise ist da. Naja, hier ist es doch bedreckt. Will ich nach unten? Ich habe keine Ahnung. War ich vermutlich schon mal, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Nee, da war ich noch nicht. Ah, ist es hier, wo ich mal war? Nee. Hä? Alter, wo bin ich hier denn ganz? Das ist einfach nur alles verwirrend. Turmschlüssel, aha. Boy. Gibt's kein Zurück mehr? Boah, das ist aber auch einfach zu groß und verwirrend, ey. Wollen wir denn, wenn man. Oh, aua. Nein! Du Arschloch. Ja, nee, von oben kam ich mal, glaube ich, oder? Ich glaube, ich habe mich schon nach unten vorgearbeitet. Ich hoffe. Ansonsten Überforderung. Ey. Ich bin jetzt ausgewichen, Mann.
Oh. Fick dich doch einfach. Ach, Mann. Hier rum schneller. Ja. Dass er mich jedes Mal trifft. Meine Phrase, ey. Treffen müsste man. Alter. Wird euch nicht wehtun. Ah, nee. Schaffen wir es heute, diesen zweiten DLC durchzuspielen? Ich glaube nicht. Ach, ja. Schade. Ich wäre gerne da oben drauf mal gelandet. Jedes verschissene Mal trifft er mich. Digga, ich bin auch ausgewichen. Ja, das Feuer auch noch. Cool. Geh mir halt auch noch um den Sack. Ehrlich. Jetzt kommt der. Oh ja! Ja, das ist. Keine Ahnung, at this point. Cool. Sag mal, Leon, was hast du eigentlich vom Smelter Demon gehalten? Der war ganz cool. Also, ich bin gleich durch. Den angefangen, also erst Elden Ring, Bloodborne und so. Naja. Ja. Ich verstehe. Ich versuche jetzt mal was Lustiges. Was richtig Lustiges. Werdet euch totlachen. Hahaha, das war lustig, ne? So, ist hier oben irgendwas Cooles? Nein, das ist einfach nur noch ein Drop mehr. Gut, haben wir in der Truhe. Bitte was Gutes drin, so. Weiß nicht, 5 Millionen Seelen oder so. Ring der Stärke. Klingt cool. Nicht mal gucken, was ist das? Erhöht die Stärke. In der Geschicklichkeit. Jetzt eigentlich mal den. Wobei, nee, die sind zu schwer, merke ich gerade. Was macht der nochmal? Ah ja, die Ausdauerregeneration. Ach ja. Ja, ich wollte direkt 2 Stockwerke nach unten. Digga, ich. Bloodborne ist richtig, richtig gut. Bloodborne ist richtig, richtig gut. Bitte pin die zweite Nachricht an mich, Triggers, dass ich Bloodborne zusammengeschrieben habe. Danke. Versagt Counter 1. Bloodborne. Bloodburn.
Ja, Leute, ich weiß nicht. Der Weg nach unten da ist ziemlich brutal. Ist doch gar nicht so verkehrt, alle Gegner zu besiegen, aber irgendwie sehe ich das nicht so ganz ein. Um dann unten von dem doch wieder getoothshottet zu werden. Alter, der Typ geht mir so auf die Eier, ne? Wieso fällt er jetzt... Warum von oben? Hä? Wo kommst du her? Da war doch... Ach, Gott! Weiß nicht, ob ich heute die Ausdauer dafür habe, weil es mir einfach jetzt schon so warm ist, ne? Das könnte was werden, Leute. Das könnte was werden heute. Dann mache ich kürzer. Nee, ich habe ein Pensum zu erfüllen. Hier war doch oben einer. Habe ich irgendwie vorhin nicht realisiert. Okay. Sure. Ich brauche diesen völlig übertriebenen Damage, den ich immer kriege. Singen die sich da gerade gegenseitig? Nein. Hä? Oder doch? Hä? Okay. Hilfe. Ach komm schon. Macht doch keinen Spaß. Partisane plus 6. Ich finde es schon interessant, was für hochwertige Sachen man hier so findet. Und ich glaube einfach hier... Nee, oder doch? Da ist ja schon unten die jetzt der... Oh, warum? Aber hier kann ich mich fallen lassen auf die Plattform hier erstmal. Ja cool, dass der da jetzt unten schon mir auf den Sack gehen will. Ja, der ist aber komplett durchgefallen. Durch die Prüfung. Okay, mal. Er macht immer ganz gut Damage an dem tatsächlich, was mich doch etwas wundert. Ach komm schon, das Feuer war jetzt aber lächerlich. Danke. Darf ich mal in die Tür öffnen? Aber jetzt darf ich wieder durchrennen. Cool. Hello. Geht noch viel weiter nach unten, ha? Huh? Eieieiei. Wo sind wir denn hier? Vielleicht tot. Jetzt habe ich angefangen, den Damage zu machen. Jetzt muss ich ihn auf finishen hier. Ah, der erwacht erneut. Cool. Gut, ich renn mal weg. Ist da auch eine Nachricht am Boden? Doch nicht. Das war sein Schwert. Ich dachte, wir eine Nachricht am Boden. Ah! Links kommt von Herzen. Alle Wege führen zum Boss. Wie ist das hier? Alter, sehr. Wieso zum Spielstart nicht immer das LAN-Kabel ziehen zu müssen? Das ist sehr angenehm, ja, doch. Großer Fan von Offline-Modus, da ist sowas von ein Boss hinter.
Aber sowas von. Jetzt natürlich die Frage, existiert hier vielleicht noch irgendwo ein Lagerfeuer? Das fände ich richtig, richtig toll. Stopp. Ich gehe noch nicht zum Boss, ich renne nur einmal rum, okay? Er ist nach rechts vom Fahrstuhl aus. Ich Hilfe. Heißt erst nach rechts vom Fahrstuhl aus oben oder geht das hier nach rechts? Dann oben wahrscheinlich. Wenn nur aus der Tür geht, rechts. Ist nicht das hier gemeint. Egal, ich gehe jetzt trotzdem erstmal kurz hier lang. Hier ist nur eine Truhe. Okay. Magischer Klauenring. Haben oder nicht haben, ne? Aua. Ich bin gerade überlegen, diesen Lebensring, der sowieso echt nicht viel bringt, mal auszutauschen gegen irgendwie den Geschicklichkeitsring oder so. Ja, was mache ich mal? Hier. Wobei es Lebensring plus 1, naja. Oh. Mein Lebensring ist doch beträchtlich geringer geworden, oder kommt mir das so vor gerade? Ich weiß es nicht. So, rechts. Nett. Ey, ich bin langsam. Ach so. Ich Fatrolle. Habe ich vergessen. Vergessen, dass ich Fatrolle. Tja, ne? Tschö. Ach Mann. Dann doch nicht. Ach so knapp, ne? Ist schon doof. Alles halt perfekt hier austariert bei mir. 69,6. Cool. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder alles da und wir können es den Boss machen. Beziehungsweise mal versuchen. Ich sag jetzt einfach, das ist ein Boss. Alle Zeichen sprechen dafür. Smelter Demon 2 oder so. Der wurde ja erwähnt. Immer noch nicht? Oder kommt der jetzt? Das ist ein Schwert. Oh ja. Hi. Rauchritter. Das ist der Main Boss. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder ist wie beim ersten DLC, oder? Zwei Main Bosse und dann ein optionaler. Tempelritter war gestern, heute wird geraucht. Geil, du hast mit Rauchen angefangen. Sympathisch. Das ist der Zuckzui-Einfluss. Wie war der Stream eigentlich? Habt ihr ihn geschaut? So ein bisschen zumindest. So wie beim letzten Mal halt. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass gestern, literally gestern, fand ich sehr witzig, Hot Wheels Unleashed 2 angekündigt wurde? Einfach gerade gespielt. Die Leute haben gesehen, ich hab's gekauft und jetzt muss der Nachfolger her. Kann ich den schon mal damagen hier währenddessen? Nein. Boah, der haut aber auch rein, der Kollege Schnürschuh, ne? Autsch! Chill doch mal deine Eier! Bash, bash, verhot. Der Nachfolger kann nur weniger langweilig werden. Hater. Irgendwie haben im Trailer wieder die gleichen Fahrzeuge gesehen. Also wieder der Deora 2, wieder Tunnel. Das sah irgendwie im ersten Moment aus einfach nur wie so ein DLC, aber naja. 70 € DLC, also wie Breath oder wie Tears of the Kingdom halt, ne? Nicht mein Leben hab. Doch, ganz bisschen. Ich habe ihn am Anfang einmal getroffen. Und APM hat geradet, war Dennis as usual egal. Der Typ ist so geil. Bash Bash auf der PS3. Seine wilde Entscheidung. Okay, sein.
Kleines Schwert macht nicht so viel Damage, ein großes Schwert tut mächtig weh. Alter, okay. Engine Level, ja. Ey, Crash Bash ist auch einfach kaputt, was einfach so das Balancing angeht von Missionen. Es ist halt einfach RNG, aber lassen Sie sich darüber reden. Was habe ich denn an dem Samstag gemacht? Ach ja, Andi kam vorbei, richtig. Ein bisschen Inzest gemacht und dann ging es uns beiden eigentlich wieder ganz gut. Aber der wirkt jetzt. Okay. Er hat auch eine Reichweite. Boah, Alter. Eieiei, okay. Nee, tu auch keine Haare. Das war wieder schlimmer, meine Eltern. Hab mich aufs Sofa gesetzt. Katze kam an. 2 Minuten gestreichelt, aufgestanden. Meine schwarze Hose war plötzlich weiß. Alles klar. Ja, das finde ich hingegen gut. Das supporte ich. Ich finde das ganz sympathisch, dass man irgendwie jetzt neuerdings so hier die Gegner immer schon angreifen kann, während sie noch in ihrer Erschaffungsphase sind. Erschaffungsphase. Ah! Bin hier weg. Oh Gott. Renn mich nicht an. Ich bin sensibel. Hat er sich gerade geheilt? Der heilt sich! What the fuck? Okay. Das hat mich jetzt so aus der Fassung gebracht. Moment, heilt der sich... Nee. Okay. Ich muss erstmal die Dinger da außen kaputt machen. Am I right? Das hängt irgendwie damit zusammen, glaube ich. Alles klar. Alles klar. Ich guck mal. Hier noch ein Rucksack im Joghurt. Okay. Ah, ich komme ja gar nicht da hinten, oder? Ah doch, okay. Schmelzerkeil benutzen. Stimmt, es waren nicht diese Dinger hier, ich erinnere mich. Ich Dummdödel. Seele der Aschebraut nach Dahlia. Aha. Ups. Ich glaube, ich werde jetzt währenddessen gerade gekillt von dem da. Was geht ab? Ach, du Arschloch. Du kleines Stück Scheiße. Sicherlich zum Frühstück. Nach dem Boss macht mir niemand mehr Angst. So der Hard-Mode, den Gegner mit Heilen zu besiegen. Also vielleicht, ich hoffe, dass es jetzt hilft. Wenn nicht, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber mal gucken. Seele der Aschebraut Nadalia. Mal wieder. Aschebraut. Okay, hinaus. Bei den Boss habe ich im zweiten Playthrough meine Sonnenlichtmedaillen haben gefarmt. Stimmt. Das muss auch wieder sein, ne? Da muss ich mir auch mal überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Weil am besten macht man das ja, mit Randoms. Ja, wollte gerade sagen, am besten macht man das ja mit Online und so. Ja, musst du mir nochmal helfen, Tobi. Auf jeden Fall. Ich kann einfach einen Trick verraten. Geil, das klingt gut. Ja, ich will Dark Souls 2 auf jeden Fall auch platinieren. Mal gucken. Ich stelle es mir ein bisschen einfacher vor als bei Teil 1, aber mal gucken, ob das stimmt.
Hier riecht es irgendwie nach Wurst gerade. Irgendwer macht die Wurst. Scheint wird gegrillt oder so. So, ich hoffe übrigens, die Dinger bleiben jetzt tot. Also, dass ich jetzt nicht jedes Mal die wieder neu da deaktivieren muss. So. Warum ich mich nicht heile, weiß ich nicht. Das ist so ein kleines Experiment. Also er heilt sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Für eine, sagen wir mal, kleine Summe. Goro Geld sagt. Ja, du, ich geb dir, es geht ein Leuchtfeuer beim einfachsten Boss einsetzen und immer wieder diesen besagten Boss machen. Klingt eigentlich, gut. Aber nee, Mann, ich kann dir leider kein Geld geben. Ich musste heute 350 Euro bezahlen für die, Exkursion. Hab ich vorhin überwiesen. Aua. Schmerzhaft. Hab ich nur noch bis unter 50.000 auf dem Konto. Machst du nix, ne? So! Direkt einkassiert. Bam, bam, bam. Unbedingt noch einen reinzimmern. Das war ein Fehler, ich wusste es. Okay. Wenn du trinkst, weckt sich ein Urtrieb in mir. Der Trieb, der mich trinken, der dich mehr trinken zu lassen. Ich bin gerade wieder rich. Erstmal auf den Kopf hauen. Geil! Ja! Danke! Ich werde nicht alles auf einmal ausgeben. Ich habe heute mit einem Cent bezahlt, mit einem Centstück. Toll, ne? Ich war vorhin im Edeka, um mir Reiswaffeln und Tomatenmark zu holen. Und nur die beiden. Was könnte es wohl sein, was ich noch machen will, die Tage? Nicht diesen komischen... Ach, ich hasse dich. Meins hat 3 Euro, habe ich vergessen, gekostet. 32 oder so. Ne, 33? Ach, weiß ich nicht mehr. Ich habe auch exakt passend bezahlt. Fühlt sich dann immer so an, als wenn man gar nichts dafür ausgegeben hat. Ich spiele gerade übrigens sehr schlecht. Ich entschuldige mich dafür. Wieso auch immer der mich gerade nicht getroffen hat. Ich kann es doch nicht sagen. Ich habe ein Problem. Okay. Okay, sein Angriff im Ausweichen ist prinzipiell gar nicht so schwer. Sagt er und wurde getroffen. Aber mir bleibt immer keine Ausdauer mehr zum Angreifen. Das ist so ein kleines Problemchen an der ganzen Geschichte. Oh, ich bin tot. Oh mein Gott, die Folge geht ja schon 1000 Jahre, merke ich gerade. Wenn ich hier tot bin, wenn ich die Folge mal. Ich hoffe, ich denke dran. Ich finde es auch schön, wie ich direkt sage, wenn ich tot bin. Machst du was? Tschüss, ihr